worauf können sich denn die Fans in Fuck You Goethe 2 besonders freuen? Auf eine sehr wilde Klassenfahrt mit sehr viel Action. Ich glaube, unglaublich viel Spaß und ehrlich gesagt auch emotional geht es doch ganz schön ans Eingemachte dann. Okay, hast du irgendeine ganz tolle Erinnerung vom Dreh, so was ganz Witziges, das passiert ist oder total Schräges oder so? Ich habe das Gefühl, der vergewöhnte Dreh, sowohl der erste als auch der zweite Teil, war alles so wahnsinnig witzig und schräg. Also, ich weiß gar nicht, so eine Anekdote, man wird ja oft gefragt nach so einer Anekdote, aber mir fällt natürlich in dem Moment immer nie was ein. Hinterher denke ich mir so, oh, das hätte ich erzählen können. Aber also es war eine Drehzeit voller lustiger Anekdoten. Okay. Worin besteht eigentlich die Anziehungskraft für Lisi Schnabelstedt an Seki Müller? Weil er ist ja nicht so unbedingt, hat ja nicht unbedingt so das große Hirn und sie ist ja schon eher auf der... Das ist eine sehr interessante Frage. Also, Seki Müller, Anziehungskraft Seki Müller. Das wurde ich noch nie gefragt, weil das ist ja eigentlich sehr offensichtlich. Das ist ein... ich verstehe es schon. Also, Seki Müller und Lisi Schnabelstedt sind natürlich erstmal ein Paar, was man sich nicht zusammendenkt. Ich glaube, dass sie sich gegenseitig sehr befruchten in den Teilen, die sie... Hört sich lustig an, Mist. Seki gibt Lisi, glaube ich, so ein bisschen Entspanntheit mit, ne? Und ein bisschen, also Lisi ist immer noch Lisi im zweiten Teil, aber sie entschuldigt sich nicht mehr die ganze Zeit dafür, Lisi zu sein. So, sie wird so ein bisschen selbstbewusster, vielleicht sogar ein Ticken cooler. Seki ist ein bisschen näher an wahrhaften Werten und einer Moral. So. Also ich glaube, ne, da sind sie einfach ein sehr gutes Couple. Aber sie werden immer, glaube ich, eine Energie von Streitigkeiten zwischeneinander haben. Es ist einfach eine lustige Beziehung, die beiden. Seki Müller ist einfach hammerattraktiv, da kann man gar nicht sagen. Und das reicht dann für die Beziehung? Naja, nein, natürlich nicht. Also es ist einfach ein toller Mensch mit einem absolut warmen Herzen. Ich glaube, dass Lisi einfach die Fähigkeit hatte, bei Seki den Kern zu sehen. Also und dieses Ganze drumherum wegzupacken und zu sagen, da steckt ein Kern darunter, der das Schönste ist, was sie je gesehen hat. Sehr schön gesagt. Wann, weshalb und von wem wurdest du das letzte Mal in den Wahnsinn getrieben? Oh, jetzt wird es sehr politisch und ernst. Gut, wenn wir die politischen und ernsten Themen rauslassen. Von wem wurde ich das letzte Mal in den Wahnsinn getrieben? Das ist aber eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich versuche ja immer einen ruhigen Puls zu haben. Ich führe im Herbst das erste Mal Regie. Das ist eine Aufgabe, die mich wirklich in den Wahnsinn treibt manchmal. Es macht wahnsinnig Spaß, eine wahnsinnige Herausforderung. Aber so Drehbucharbeit ist sehr anstrengend. Und Drehbuchbesprechungen können mich tatsächlich in den Wahnsinn treiben, weil ich komme halt aus dem Schauspielfach und man hat diese ganzen emotionalen Prozesse dann so in sich und will das dann, dass es in dem Buch steht und dann muss man sich aber so auseinandersetzen mit vielen Departments, was natürlich klar ist. Und die neue Aufgabe führt mich tatsächlich dann manchmal in den Wahnsinn, macht mir aber unglaublichen Spaß. Gut. Wenn Lisi und Seki ein Baby hätten, wie würde es heißen und wer hätte die Hosen an in der Beziehung? Beide hätten die Hosen an. Wir sind ein total gleichwertiges Paar. Wir würden uns wahrscheinlich gegenseitig, Lisi und Seki würden sich gegenseitig lustig. Wahrscheinlich würde Lisi immer verzweifeln und Seki würde immer heimlich Pizza essen gehen oder sowas. Wie würde es heißen? Das ist eine lustige Frage. Es hätte einen lustigen Namen, wahrscheinlich. Ja, eine lustige, gute Frage. Muss ich Bora mal fragen, was er so sagen würde. Okay. Kannst du irgendwelche Wörter auf Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch kann ich sagen. Ist doch schon ein Schweizer. Genau. Kannst du sagen, ich bin Caroline Herfurt? Ich verstehe es nicht, okay. Ne? Wenn ich das höre. Also das heißt, wenn jemand Schweizerisch. Ich weiß, das habe ich jetzt verstanden. Aber wenn jemand wirklich Schweizerdeutsch redet, dann bin ich ehrlich gesagt leider aufgeschmissen. Ich bitte Caroline Herfurt. Ich bitte? Genau. Ich bitte? Caroline Herfurt. Und wo ist das R? Caroline. Caro, ist hier vorne. Caro. Ich bitte Caroline Herfurt.
Und das ist Fuck You Goethe 2. Und das ist Fuck You Goethe. Nein. Und das ist Fuck You Goethe 2. Und das ist. Und das ist Fuck You Goethe 2. Super. Sehr cool. Können wir uns auf den Teil 3 freuen? Ich bin gespannt. Wenn es einen geben würde, würdest du mitmachen? Auf jeden Fall. Gut. Was aus deiner eigenen Schulzeit vermisst du am meisten? Ich finde, was einem auffällt, wenn man die Schule verlässt, ist, dass man ein unglaubliches Potpourri an Themen präsentiert bekommt, die man sich nicht mehr selber besorgen muss. Ja? Ich lese mir keine Bücher durch oder kaufe mir nicht Chemiebücher. Oder keine. So, also man hat so eine Einsicht in die unterschiedlichsten Themengebiete der Welt. Also so ein Angebot an Welten, finde ich ganz toll. Das fällt einem aber erst aus, wenn man raus ist, was das für ein Luxus ist, weil dann musst du dich selber quasi darum kümmern. Das schafft natürlich meistens. Und aber diese Spezialisierung, die dann eintritt, natürlich durchs Studium und durch den Beruf und so, das ist einem, glaube ich, nicht klar, wenn man in der Schule ist. Das vermisse ich manchmal. So diese verschiedensten Themen, die einem nahegelegt werden, nahegebracht werden. Was ist für dich die Message vom Film? Was soll er weitergeben an all die Jugendlichen, die den Film schauen? Also erstmal glaube ich, dass Schule Spaß machen kann. Und es ist immer so, also ich kann es gar nicht so gut auf den Punkt bringen, aber es gibt eine Szene, wo der Sigi Müller den Kindern zeigt, was sie sozusagen für ihre Eltern sind und ihnen bedeuten. Also da gibt es dann, ich kann jetzt nicht, aber sie schreiben dann so SMS und so. Und das finde ich eine sehr berührende Szene. Also da geht es um dass man, glaube ich, viele Dinge, gerade eben Schule, was ich schon gesagt habe, dieses Potpourri an Angebot und aber auch die Eltern, dass man vieles so für so selbstverständlich nimmt und einfach auch noch zu jung ist und auch richtig so, sich über so Sachen manchmal Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass einem da, also, dass man aus dem Kino gehen kann und denken kann, ich glaube, ich rufe mal meine Mama an oder meinen Papa.